Hallo und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich ein super schnelles Rezept für euer Frühstück oder zum Snacken für zwischendurch, und zwar Pancakes. Super leckere Pancakes, diese sind vegan, die sind glutenfrei, die haben keinen Zucker drin, also richtig gute Pancakes für euch, perfekt. Und das Beste ist, die kommen aus dem Mixer, ihr schmeißt einfach alle Zutaten in den Mixer und fertig ist die ganze Sache. Super gut für den Alltag oder auch fürs Wochenende. Und wie das Ganze jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Und das sind die wenigen Zutaten, die ihr dafür benötigt. Und zwar, hier habe ich einmal einen Apfel, der bringt die Süße mit rein, deshalb brauchen wir auch keinen Zucker. Und natürlich, je süßer der Apfel ist, desto süßer werden natürlich auch eure Pancakes. Und aus dem machen wir dann im Mixer Apfelmus. Und das ist dann praktisch unser selbstgemachtes Apfelmus, so müssen wir keins kaufen. Und Äpfel hat man ja meistens eh zu Hause, also super praktisch. Dann braucht ihr noch ein Glas oder eine Tasse mit Milch eurer Wahl. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Mandelmilch gewählt. Dann braucht ihr eine Tasse Haferflocken. Da spielt es keine Rolle, ob das grobe Haferflocken sind oder feine Haferflocken, denn es wird ja eh gemixt. Damit dann die Pancakes auch schön aufgehen, brauchen wir dann noch ein bisschen Backpulver und für ein paar Ballaststoffe und dass das Ganze auch nochmal gut bindet, gebe ich noch ein bisschen Leinsamen hinzu. Und als allererstes gebe ich den Apfel in meinen Mixer und den schäle ich auch nicht, den habe ich nur gewaschen, entkerne natürlich das Gehäuse und gebe es dann in meinen Mixer. Als nächstes kommt jetzt die Milch hinzu und das ist ganz wichtig, damit der Mixer ein bisschen Hilfe hat, dass das Ganze dann auch schön durchpürieren kann. Und die zwei Komponenten püriere ich zuerst durch und dann geht es weiter mit den weiteren Zutaten. Wenn das Ganze dann schön durchpüriert ist, dann geht es weiter, dann gebe ich jetzt einfach die Haferflocken hinzu, dann das Backpulver und noch die Leinsamen. Und so ist unser Pancake-Teig jetzt schon fertig. Das Ganze lasse ich jetzt kurz beiseite, ein bisschen quellen und in der Zwischenzeit kann ich schon mal meine Bratpfanne vorbereiten. Und jetzt werden die Pancakes gebraten und dafür habe ich hier eine beschichtete Bratpfanne und gebe als allererstes ein bisschen Kokosöl hinzu. Und das eigentlich auch nur bei den allerersten Pancakes und später dann gar nicht mehr. Denn je weniger Öl, desto schöner werden dann die Pancakes. Und ganz wichtig ist, dass ihr die Bratpfanne auf mittlerer Stufe erhitzt. Also immer auf leichter Stufe und wirklich lange backen und langsam. Es braucht ein bisschen Geduld, aber nur so bekommt ihr wirklich, wirklich schöne Pancakes hin. Und schon sind meine Pancakes fertig, ganz schnell zusammengemixt. Zum Backen ein bisschen mehr Zeit nehmen, wie gesagt, dann bekommt ihr auch wirklich schöne, perfekte Pancakes hin und da geht dann auch nichts schief. Und dann könnt ihr sie schön genießen. Ich habe jetzt hier den ganzen Teller voll bekommen von dieser Portion, also reicht locker für eine Portion oder zwei, wenn ihr dann zum Beispiel noch Früchte drauf macht, Nussmus oder Joghurt und so weiter. Das schmeckt dann richtig, richtig lecker. Und natürlich total gesund, ohne Zucker, mit Haferflocken, mit Leinsamen. Also was will man mehr? Müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Wie immer findet ihr die ganzen Mengenangaben auf meinem Blog www.fraujannik.com. Da freue ich mich jedes Mal über Kommentare von euch, genauso wie hier auf YouTube. Und natürlich, wenn ihr mir Fotos schickt auf Instagram unter dem Hashtag Fraujannik, dann kann ich die Fotos nämlich immer sehen. Und ich freue mich jedes Mal riesig darüber. Vielen, vielen Dank dafür. So, ich gehe jetzt Fotos machen, danach natürlich aufessen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.